Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch mal ganz speziell, wie man einen Ticket-Server macht, weil das einer indirekt gesagt hat, der erstmal der Meinung war, uns zu beleidigen und unter unserem Minecraft-Server-Video. Also ich denke mal, der das war, und wenn du dieses Video hier siehst, weißt du, wen ich gemeint bin, wer gemeint ist. Aber wir sind ein sozial, ich bin ein sozialer Mensch und sowas. Und deswegen zeige ich es euch, beziehungsweise dir nochmal. Und zwar geht ihr einfach auf Google-Suche, dann gebt ihr Ticket ein. So. Geht hier auf das erste, dann hier Download Ticket Server. Dann downloadet sich das. Wir speichern das jetzt mal auf dem Desktop. Das dauert jetzt ein bisschen, ist aber egal. In der Zeit zeige ich euch noch das andere. Ihr braucht nämlich Hamachi. Link in der Beschreibung, das installiert ihr einfach. Dann müsst ihr hier auf Netzwerk klicken, neues Netzwerk erstellen. Das machen wir dann immer so. Und dann gebt ihr irgendwas ein, was weiß ich. Und das müsst ihr euch merken und ein Passwort dazu. Und dann ist das schon fertig auf eurem PC. Dann ist jetzt hier der Server fertig geworden. Den öffnet ihr. Erstellt hier einen neuen Ordner. Machen wir mal schnell. So, Server. Ich öffne das mal. Der hat es jetzt hier auf dem anderen Bildschirm geöffnet. Und da zieht ihr die Dateien rein, die dann da kamen. So, ich habe das mal schnell da überspielt. Also das hier, was jetzt hier drin ist, war hier drin. Sieht man hier in WinRAR. Da. Und dann klickt ihr auf Launch. Startet sich das Ganze. Spawnt jetzt erstmal die Areas. Die drei, sprich The End, Nether und die normale Welt. So, jetzt ist fertig. Und dann stoppen wir das Ganze. Und da wir jetzt einen typischen Hamachi-Server erstellen, so drücken wir die Taste. Und wichtig ist, ihr müsst Stopp eingeben und nicht einfach stoppen. Gehen wir jetzt hier in die Server-Datei oder auch nicht. Jetzt muss ich kurz was gucken, welche Datei das wieder ist. Es ändert sich. Nein, ich möchte jetzt gerade nichts downloaden. Ach, ich glaube, es war die Server-Datei hier. Genau. Sprich, die Datei heißt Server, aber irgendwie ist das ein bisschen bugmäßig und die ändert sich immer um. Bei Serverport tragt ihr dann 10 ein. Ich würde empfehlen, also das ist wichtig, ich würde empfehlen, PvP auf False zu stellen, dann könnt ihr euch nicht gegenseitig töten. Seid ihr natürlich, ihr wollt das. Dann habt ihr hier halt Hamachi. Da seht ihr jetzt hier oben diese Nummer da. Das mit dem 25 und so, das müsst ihr bei Server-IP eintragen. Sprich 25, 238, 211 und die 49. So, dann speichert ihr das ganze Dokument ab. Speichern. So, dann geht ihr wieder auf den Server, klickt auf Launch, dann könnt ihr Ticket schon starten. Gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Loggen uns ein. Okay, da geht ihr halt auf mehr Spieler, Server hinzufügen im Prinzip. Und ihr tragt dann jetzt, das habe ich jetzt natürlich schon gemacht, weil wir den Server, weil wir schon einen Ticket-Server nutzen. Ihr seht das ja hier jetzt. So, tragt ihr dann ein, hier 25, 238, 211.94, Doppelpunkt C. Das ist auch noch wichtig und dann könnt ihr halt jetzt einfach auf den Server drauf joinen. Und das funktioniert dann auch natürlich, dauert das jetzt beim ersten Mal draufgehen, dauert das natürlich eine ganze Weile. Ist ja jetzt auch nicht verwunderlich, weil es lädt jetzt zum ersten Mal und das ist ja super. Wir werden gleich in der Wasserfläche gespawnt. Ich schwimme mal kurz hier zum Rand. Ja, und das ist jetzt halt der Ticket-Server. Ihr seht jetzt sogar Home-Punkte von mir. Die sind nämlich nicht von. Die sind dann auf jedem Server vorhanden. Die Home-Punkte, die ihr irgendwann mal gesetzt habt. Die sind nämlich von. Werden auf eurem PC gespeichert. Heißt also, es hat nichts mit eurem Account zu tun. Und es hat nichts damit zu tun, auf welchem Server ihr spielt, sondern die werden direkt auf dem PC drauf gespeichert. Auf jeden Fall können wir dann wieder weggehen. Und euer Freund tippt genau dasselbe ein, nur für den ist wichtig, er klickt auf Netzwerk, bestehendes Netzwerk beitreten, dann den Namen, Netzwerk-ID, den Namen, den ihr vorher festgelegt habt und das Passwort, klickt dann auf Beitreten. Und dann kann euer Freund auch mitzocken. Dann wichtig ist halt, wie gesagt, Stopp eingeben und nicht einfach nur zu stoppen, sondern das ist alles, was ihr da gebaut habt, futsch. Jetzt gehen wir nochmal in die Serverdatei rein, gehen das nochmal alles durch. Hello Neta ist einfach nur, wo man Neta gehen kann. Level Name ist einfach nur, hat was damit zu tun, wenn ihr eine andere Welt reinnimmt, könnt ihr das umbenennen. Das, keine Ahnung, fliegen, also halt, ob man fliegen darf, den Port ist ja wegen Hamachi jetzt. Level
Typ ist Default, ansonsten könnt ihr auch Flat oder was weiß ich auch immer eintragen. Enable Aircon, keine Ahnung, Level Seed sollte wohl jeder unklar sein, wie hoch man maximal sein darf. Server IP, Spawn NPCs, ist ja halt, ob es NPCs spawnen, ob man eine Whitelist haben will, ist halt, da kann man dann Spiele eintragen, die drauf dürfen, alle anderen kommen da nicht drauf, wenn es funktioniert. Spawn Animals, ob halt Tiere spawnen sollen. Online-Modus ist, wenn das auf True steht, dann kommt man nur drauf, wenn man gekauft hat, was bei einem Ticket-Server eh irrelevant ist, weil man eh nur drauf kommt, wenn man gekauft hat, weil man sich ja sonst gar nicht am Anfang einloggen kann. So, PvP ist halt, ob man sich schlagen kann. Game Mode ist klar, welchen, also Game Mode 0 ist halt Survival und Game Mode 1 ist kreativ. Das kann man halt für dann alle Leute umstellen, wenn ich jetzt hier 1 eintragen würde, dann wären jetzt alle dann im Kreativmodus. Maximal Spieleanzahl, wie viel halt maximal drauf dürfen. Monster spawnen, ob Monster spawnen können und ja, das sowas, die ist eigentlich recht uninteressant. Dann schließen wir das, speichern das jetzt mal nicht. Was man machen kann, ist bei Launch, wo man sonst Doppelklick drauf machen würde, dann würde sie starten, machen wir jetzt mal Rechtsklick drauf, dann öffnet sich hier sowas. Hier und da kann man jetzt gucken, CMX ist mit wie viel Gigabyte er dann laufen soll. Wie viel Gigabyte Arbeitsspeicher ihm zuteilen wollt. Ich zum Beispiel könnte jetzt hier 8 eintragen und das bei Start könnte ich jetzt zum Beispiel 6 eintragen. Dann startet er mit 6 GB und läuft dann weiter mit 8. Dann speichern wir das und dann ist die Launch-Datei hier wieder fertig und läuft alles auch prima. Dann kann man halt schöne TNT-Welt machen, das auch alles anzünden, ohne dass gleich alles abschmiert. Das war es im Prinzip, wie man einen Tacket-Server macht. Man kann den auch ohne Hamari-Server machen, aber das ist deutlich schwieriger. Und habt ihr ein Hamari-Netzwerk voll, da können nämlich maximal 5 Leute rein, macht ihr einfach das nächste auf. Danke fürs Zuschauen. Auch an den einen Typen da, der uns beleidigt hat. Und bye bye.